Es ist irgendwie fast egal, was Amanda Bynes über andere Promis zu sagen hat, denn nun scheint es so, als ob ihr eigener Weg ganz schön hässlich wird. Laut TMZ macht die Schauspielerin einen besonderen Fortschritt in dem psychiatrischen Krankenhaus. Sie bekommt dort Medikamente, die Symptome der Schizophrenie bekämpfen sollen. Amanda hat immer mal wieder andere Promis auf Twitter beleidigt. Sie hat sogar unseren Kameramann als hässlich bezeichnet. Seitdem sie die Medizin nimmt, hat sie angeblich aufgehört, die Menschen um sich herum zu beleidigen. Sie redet auch nicht mehr mit sich selbst und sie zeigt sogar Anzeichen von Freundlichkeit. Die Ärzte von Amanda sind offenbar sehr optimistisch über die positiven Effekte, die die Medikamente auf sie haben. Aber bisher war die Zeit noch zu kurz, um vollständig ihre Wirkung zu zeigen. Es ist noch unklar, ob sie eine permanente Lösung sind. Ihre Eltern fordern die Vormundschaft für sie und sie denken, sie müsse auf jeden Fall erstmal unter Beobachtung bleiben.